Bund und Länder einigen sich auf neue Bewegungseinschränkungen. Lockdown in England. Boris Johnson unter Druck wegen seines Krisenmanagements. Zollpapiere und Covid-Testungen. Die Fährhäfen Dover und Calais zu Beginn des Post-Brexit-Zeitalters. Bund und Länder haben sich in Berlin offenbar darauf verständigt, dass in Landkreisen mit hohen Corona-Infektionszahlen weitere Maßnahmen zur Einschränkung des Bewegungsradius auf 15 Kilometer um den Wohnort ergriffen werden sollen. Das berichten mehrere deutsche Medien unter Berufung auf Teilnehmerkreise. Gelten soll dies für Landkreise mit einer 7-Tages-Inzidenz von über 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern, sofern kein triftiger Grund vorliegt. Tagestouristische Ausflüge sollen demnach keinen triftigen Grund darstellen, wie es hieß. Laut des Entwurfs für ein Beschlusspapier weisen über 70 Landkreise in Deutschland eine Inzidenz von über 200 auf. England im Lockdown. Mal wieder. Mit seiner überraschenden Ankündigung, Schulen und Geschäfte schließen zu müssen, hat der britische Premierminister Boris Johnson für Unverständnis gesorgt. Denn Stunden zuvor war noch von der Öffnung der Lehranstalten nach den Weihnachtsferien die Rede. Kritik an Johnsons Krisenmanagement wird lauter. Es gibt einen Konflikt zwischen einem auf wissenschaftlichen Fakten basierten Ansatz und einem populistischen Ansatz, der Teile von Europas Politik infiziert hat, wie hier Großbritannien, Polen und Ungarn. Dort reißt man zusammenhanglose Details wissenschaftlicher Erkenntnisse aus ihrem Kontext. Man nimmt das, was einem gelegen kommt, und sagt den Menschen das, was diese hören wollen. 24 Stunden vor dem Lockdown machte Boris Johnson uns noch glauben, etwas mit uns sei nicht in Ordnung, wenn wir unsere Kinder nicht zurück in die Schule schickten. Einen Tag später sind die Schulen geschlossen. Die kurzfristigen Schließungen stellen Familien, Einzelhandel und Lieferanten vor große Probleme. Da ungewiss ist, wie es mit Covid-19 weitergeht, öffnen die Schulen doch nicht. Wir haben aber alle Vorräte bestellt, die wir nun nicht mehr an die Kantinen liefern können. Nun brauchen wir eine Alternative, wo wir unsere Waren verkaufen können. So now we've ordered all this stuff, which is now not going to go to the schools. So we need to find somewhere else to sell it all. Bis zum vergangenen Wochenende erhielten Schulen noch Testkits, damit sie trotz steigender Zahlen öffnen, während die Lehrergewerkschaften deren Schließungen forderten. Dem beugte sich nun die Regierung in London, nachdem am Montag eine Rekordzahl von 58.784 Neuinfektionen gemeldet wurde. Keine Zeit für Schuldzuweisungen. Jetzt geht es nur um den Kampf gegen die Pandemie. Das ist das erklärte Ziel der EU-Kommission, wie es Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides in einem Euronews-Interview formulierte. Darin verteidigte sie die europäische Impfstrategie. Als im Juni die Impfstrategie von Kommission und Mitgliedstaaten gestartet wurde, war es noch äußerst unsicher, ob es einen erfolgreichen Impfstoff geben würde. Seitdem hat Europa aber ein Portfolio von 6 Impfstoffkandidaten aufgebaut. Das Präparat von BioNTech Pfizer ist bereits zugelassen und Impfungen haben in allen 27 Mitgliedstaaten begonnen. Zudem bewertet die Europäische Arzneimittelagentur EMA derzeit den Impfstoff von Moderna. Von irgendwelchen Verzögerungen kann also keine Rede sein. Die Berichte von Schwierigkeiten bei den Impfungen haben nichts mit der Zahl der bestellten Impfdosen zu tun, sondern eher etwas mit Produktionskapazitäten. Doch dieses Problems wird man sich in den nächsten Wochen und Monaten annehmen. Wann rechnen Sie mit der Zulassung weiterer Präparate? Die Zulassung von Moderna steht noch aus. Und ich denke, dass wir in den nächsten 1 bis 2 Monaten möglicherweise 2 weitere Zulassungsanträge bekommen werden. Für Kyriakides gibt es übrigens keinen wissenschaftlichen Beweis, der einen Mix der Impfstoffe oder eine Verzögerung der zweiten Dosen unterstützen würde.
Unsere Priorität ist es, die Bürger mit einem sicheren und wirksamen Impfstoff zu versorgen. Und deswegen handeln wir bei der Marktzulassung gemeinsam mit den Mitgliedstaaten. Basierend auf wissenschaftlichen Erkenntnissen können wir dann bestimmte Empfehlungen aussprechen, etwa über die Dosierung oder den Mix von Präparaten. Derzeit gibt es aber keine entsprechenden wissenschaftlichen Erkenntnisse. Or mixing vaccines. There is nothing now from the scientific evidence and the clinical trials, from my information, to support this. Im US-Bundesstaat Georgia wird gewählt. Es geht um die Entscheidung, ob die Republikanische Partei ihre Mehrheit im Senat in Washington behält oder ob diese an die Demokraten geht. Davon hängt auch der politische Spielraum des künftigen US-Präsidenten Joe Biden ab. Die Stichwahl in Georgia ist nötig, da die Abstimmung am 3. November keine absoluten Mehrheitsverhältnisse ergab. Die Demokratische Partei von Joe Biden kann in Sachen Senatssitzen höchstens mit der Partei von Amtsinhaber Donald Trump gleichziehen, sollten sich die beiden demokratischen Kandidaten in Georgia durchsetzen. Verteidigen die republikanische Senatorin Kelly Loeffler oder ihr Parteifreund David Perdue ihren oder seinen Sitz, bleibt der Senat in republikanischer Hand. In die Wahlregister eingetragen sind in Georgia rund 7,2 Millionen Menschen. Aufgrund der Coronavirus-Pandemie haben gut 3 Millionen per Brief oder vorzeitig in einem Wahllokal abgestimmt. Die New Yorker Börse hat Pläne zurückgezogen, die Aktien von 3 staatlichen Telefongesellschaften in China von der Börse zu nehmen. Die Aktien sollten auf Anweisung von Präsident Donald Trump entfernt werden, ein Schritt, vor dem Peking gewarnt hatte, dass er zu Vergeltungsmaßnahmen führen könnte. Nun hat die Börse ihre Entscheidung nach weiteren Beratungen mit den Regulierungsbehörden revidiert. Der Ausschluss wird nur sehr begrenzte Auswirkungen auf chinesische Unternehmen haben, aber er wird dem nationalen Interesse und dem Image der USA schaden. Und er wird auch dem globalen Status der US-Kapitalmärkte schaden. Die Aktien aller 3 Unternehmen legten an der Börse in Hongkong, wo die Unternehmen ebenfalls gelistet sind, kräftig zu und erholten sich von den heftigen Kurseinbrüchen in New York und Hongkong. Die Aktien von China Telekom stiegen in Hongkong um 3,4%, die von China Mobile um 5,7% und die Aktien von China Unicom um 8,5%. Die erste Arbeitswoche im neuen Jahr und im Hafen von Dover ist es ruhig. Die Polizei überprüft hier, ob die Fahrer und Fahrerinnen die neuen Dokumente haben, die sie benötigen, nachdem Großbritannien nicht mehr Teil der EU ist. Haben Sie Ihre Dokumente? Meine Papiere? Ja, ich habe alles. Sie brauchen auch einen Nachweis über einen negativen Covid-Test, nicht älter als 72 Stunden. Covid-Test? Ja. Nicht jeder und jede ist darauf vorbereitet. Dieser Lkw-Fahrer wurde vom Hafen weggeschickt zu einem dutzende Kilometer entfernten Covid-Testgelände. Wir müssen sicherstellen, dass die Leute bereit sind, in der Post-Brexit-Umgebung Handel zu treiben und sicherstellen, dass sie ihre Zollpapiere ausfüllen können. Und bitte, bitte stellen Sie sicher, dass Sie alle Papiere ausgefüllt haben und bereit sind, wenn Sie zum Hafen fahren. Denn das wird garantieren, dass der Handel weiterhin für alle fließt. Es mag im Moment ruhig aussehen, weil die Fähre im Hafen von Dover hinter mir ziemlich leer ist, aber die Regierung hier rechnet ganz klar damit, dass es zu Verzögerungen kommen wird. Sie richten neue Testpunkte ein, neue Kontrollbereiche abseits der stark frequentierten Häfen und sie verschieben auch die Kontrollen von Waren, die aus der EU nach Großbritannien kommen, für die nächsten 6 Monate, um den Unternehmen Zeit zu geben, sich vorzubereiten. Aber die Botschaft ist klar, wenn sie noch nicht bereit sind, die Uhr tickt. In Calais ist es ebenfalls ruhig, vorerst. Aber die Hafenbehörden hier sagen, dass sie gut vorbereitet sind. Wir haben seit 3 Jahren darüber nachgedacht, was wir tun müssen. Und ich kann Ihnen sagen, dass Deal oder No Deal für uns kein Thema war. Denn nachdem Großbritannien beschlossen hat, Europa zu verlassen, wird es zu einem Drittland. Insgesamt haben wir mehr als 13 Millionen Euro investiert, um auf den Brexit vorbereitet zu sein. Die Unternehmen auf beiden Seiten werden wohl abwarten, wie sich die neuen Regelungen auf die Häfen auswirken. Und sie werden beobachten, ob die Warteschlangen in den kommenden Wochen zurückkehren.
Hintergründe und Analysen aus der EU gleich in The Brief from Brussels, hier bei Euronews. Die Impfkampagne steht derzeit im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses in ganz Europa. Auf ihr ruht die Hoffnung auf ein Ende der Pandemie und des konjunkturellen Wiederaufschwungs. Für EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni steht die EU am Beginn einer Etappe, die weichenstellend sein kann. The game changer for the economy. Der Wendepunkt für die Wirtschaft sei indes nicht der Impfstoff selbst, sondern die tatsächlichen Impfungen. Und deswegen müssten die Impfverfahren so schnell wie möglich vorangehen, um wirkliche positive Konsequenzen auf unseren Alltag und unsere Wirtschaft zu haben. Gentiloni verteidigt die von der Kommission und den Mitgliedstaaten ausgegebene Strategie. Letztere rief er dringend auf, jetzt bei den Impfungen keine Zeit zu verlieren. Ein guter Startpunkt sei die gemeinsame europäische Beschaffung und eine gemeinsame Verteilung. Nun aber müsse die Impfkampagne rasch durchgezogen werden, um in den kommenden Wochen und Monaten die Konjunktur anzukurbeln. Doch Gentiloni räumt ein, dass die konkrete Wirkung der Impfkampagne auf die Wirtschaft derzeit schwer abzuschätzen sei. Schließlich seien in zahlreichen Ländern verschärfte Lockdowns in Kraft, sodass die Unsicherheit im Zusammenhang mit der Pandemie anhalte. Wirtschaftsexperten verweisen aber darauf, dass eine erfolgreiche Impfkampagne das Vertrauen von Unternehmen und Bürgern stärken könnte. Die Investitionen der Unternehmen hingen vom Vertrauen ab, ihre Waren und Dienstleistungen in der Zukunft verkaufen zu können, so Matthias de Vatripont von der Freien Universität Brüssel. Nur wenn dieses Vertrauen gegeben sei, würden die Verbraucher langfristige Planungs- und damit Kaufentscheidungen treffen. Die Verfügbarkeit von Impfdosen, die Wirksamkeit der Präparate sowie die für einen Erfolg notwendige Logistik werfen viele Fragen auf. Dabei sind Vertrauen und Sicherheit entscheidend. Eine Rückkehr zur Normalität erlaube es, die wirtschaftliche Aktivität zu steigern und den Menschen die Angst zu nehmen. Die Hotels in Brüssel etwa seien geöffnet, aber die Menschen hätten Angst vor einem Besuch der Stadt, also blieben die Hotels leer. Eine Rückkehr zu allgemeinem Vertrauen werde also der Wirtschaft wieder Auftrieb geben. Für viele Beobachter steht und fällt die wirtschaftliche Zukunft Europas also mit dem Erfolg der Impfkampagne. Dieses Programm gibt es als Video on Demand auf euronews.com und auf unseren mobilen Apps. Bund und Länder einigen sich auf neue Bewegungseinschränkungen. Lockdown in England. Boris Johnson unter Druck wegen seines Krisenmanagements. Der tiefe Fall. Die Lockdowns im Januar bedrohen die Fluggesellschaften. Zustimmung auf der TUI-Hauptversammlung. Der Bund soll Anteilseigner des Reiseunternehmens werden.
Bund und Länder haben sich in Berlin offenbar darauf verständigt, dass in Landkreisen mit hohen Corona-Infektionszahlen weitere Maßnahmen zur Einschränkung des Bewegungsradius auf 15 Kilometer um den Wohnort ergriffen werden sollen. Das berichten mehrere deutsche Medien unter Berufung auf Teilnehmerkreise. Gelten soll dies für Landkreise mit einer 7-Tages-Inzidenz von über 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern, sofern kein triftiger Grund vorliegt. Tagestouristische Ausflüge sollen demnach keinen triftigen Grund darstellen, wie es hieß. Laut des Entwurfs für ein Beschlusspapier weisen über 70 Landkreise in Deutschland eine Inzidenz von über 200 auf. England im Lockdown, mal wieder. Mit seiner überraschenden Ankündigung, Schulen und Geschäfte schließen zu müssen, hat der britische Premierminister Boris Johnson für Unverständnis gesorgt. Denn Stunden zuvor war noch von der Öffnung der Lehranstalten nach den Weihnachtsferien die Rede. Kritik an Johnsons Krisenmanagement wird lauter. Es gibt einen Konflikt zwischen einem auf wissenschaftlichen Fakten basierten Ansatz und einem populistischen Ansatz, der Teile von Europas Politik infiziert hat, wie hier Großbritannien, Polen und Ungarn. Dort reißt man zusammenhanglose Details wissenschaftlicher Erkenntnisse aus ihrem Kontext. Man nimmt das, was einem gelegen kommt, und sagt den Menschen das, was diese hören wollen. 24 Stunden vor dem Lockdown machte Boris Johnson uns noch glauben, etwas mit uns sei nicht in Ordnung, wenn wir unsere Kinder nicht zurück in die Schule schickten. Einen Tag später sind die Schulen geschlossen. Die kurzfristigen Schließungen stellen Familien, Einzelhandel und Lieferanten vor große Probleme. Da ungewiss ist, wie es mit Covid-19 weitergeht, öffnen die Schulen doch nicht. Wir haben aber alle Vorräte bestellt, die wir nun nicht mehr an die Kantinen liefern können. Nun brauchen wir eine Alternative, wo wir unsere Waren verkaufen können. So now we've ordered all this stuff, which is now not going to go to the schools. So we need to find somewhere else to sell it all. Bis zum vergangenen Wochenende erhielten Schulen noch Testkits, damit sie trotz steigender Zahlen öffnen, während die Lehrergewerkschaften deren Schließungen forderten. Dem beugte sich nun die Regierung in London, nachdem am Montag eine Rekordzahl von 58.784 Neuinfektionen gemeldet wurde. Nach den neuen Lockdowns in Europa haben die in Großbritannien ansässigen Airlines British Airways und EasyJet Schritte angekündigt. Es wird damit gerechnet, dass die Flugpläne weiter reduziert werden. Analysten zufolge bedrohen die Lockdowns die Reisesaison im Februar mit möglichen Auswirkungen auf Ostern und Sommer. British Airways kündigte an, den Flugtransport von lebenswichtigen Gütern aufrechterhalten zu wollen. Seit der Corona-Krise kämpfen die Fluggesellschaften ums Überleben. Viele tausend Mitarbeiter wurden bereits entlassen und neue Schulden gemacht. Im vergangenen Jahr strich British Airways eigenen Angaben zufolge 13.000 und EasyJet 4.500 Jobs. Die Low-Cost-Airline flog im Dezember nur 20% der Flüge im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Vor der Pandemie hatte Großbritannien einen boomenden Flugsektor. Transporte, Tourismus und damit zusammenhängende Aktivitäten sorgten für 1,6 Millionen Arbeitsplätze. Die Gewinne machten 4,5% des britischen Bruttoinlandsprodukts aus. Ein anderes Bild in Australien, wo Qantas Airways internationale Flüge für die Sommersaison anbietet. In der Hoffnung, dass mit den Impfungen die Wende kommt und die Menschen wieder reisen wollen. Im Kampf ums Überleben setzt das deutsche Reiseunternehmen TUI auf Hilfe vom Bund. Eine entsprechende Entscheidung wurde auf einer außerordentlichen Hauptversammlung getroffen. Außerdem wurde eine Kapitalerhöhung beschlossen. Im Gespräch ist, dass der Bund bis zu 25% plus einen Anteilsschein an dem Unternehmen übernimmt. Die Europäische Kommission lässt für TUI Staatshilfen in Höhe von 1,25 Milliarden Euro und eine stille Beteiligung im Umfang von 420 Millionen Euro zu. Die Reiseeinschränkungen aufgrund der Coronavirus-Pandemie bringen TUI in starke wirtschaftliche Schwierigkeiten. Bereits im Frühjahr 2020 hatte das Unternehmen mit Hauptsitz in Hannover staatliche Hilfen erhalten. Im US-Bundesstaat Georgia wird gewählt. Es geht um die Entscheidung, ob die Republikanische Partei ihre Mehrheit im Senat in Washington behält oder ob diese an die Demokraten geht. Davon hängt auch der politische Spielraum des künftigen US-Präsidenten Joe Biden ab.
Die Stichwahl in Georgia ist nötig, da die Abstimmung am 3. November keine absoluten Mehrheitsverhältnisse ergab. Die Demokratische Partei von Joe Biden kann in Sachen Senatssitzen höchstens mit der Partei von Amtsinhaber Donald Trump gleichziehen, sollten sich die beiden demokratischen Kandidaten in Georgia durchsetzen. Verteidigen die republikanische Senatorin Kelly Loeffler oder ihr Parteifreund David Perdue ihren oder seinen Sitz, bleibt der Senat in republikanischer Hand. In die Wahlregister eingetragen sind in Georgia rund 7,2 Millionen Menschen. Aufgrund der Coronavirus-Pandemie haben gut 3 Millionen per Brief oder vorzeitig in einem Wahllokal abgestimmt. Julian Assange, der Gründer von WikiLeaks, hat auch außerhalb Großbritanniens Unterstützer. Nachdem am Montag ein britisches Gericht die Auslieferung Assanges an die USA abgelehnt hat, bezeugen Plakate vor der britischen Botschaft in Mexiko-Stadt, wie viele hier den gebürtigen Australier unterstützen. Am Mittwoch wird über eine Freilassung Assanges auf Kaution entschieden. Mexiko bietet dem 49-Jährigen Asyl an, so Präsident Andrés Manuel López Obrador. Begnadigung für Mr. Assange. Amnestie und Asyl in Mexiko. Wir werden ihm Schutz bieten und diese Anstrengung unternehmen. Die britische Richterin begründet ihr Urteil damit, dass Assange wegen seines psychischen Gesundheitszustandes und des Selbstmordrisikos nicht an die USA ausgeliefert werden kann. Die US-Justiz wirft dem gebürtigen Australier vor, gemeinsam mit der Whistleblowerin Chelsea Manning, damals Bradley Manning, geheimes Material von US-Militäreinsätzen im Irak und in Afghanistan gestohlen und veröffentlicht zu haben. Es geht um hunderttausende Dokumente. In den USA drohen Assange bei einer Verurteilung bis zu 175 Jahre Haft. Politiker, Journalistenverbände und Menschenrechtler begrüßten die Entscheidung der britischen Justiz, kritisierten aber, dass die Richterin den Fall nicht als politisch motiviert einstufte. Die New Yorker Börse hat Pläne zurückgezogen, die Aktien von 3 staatlichen Telefongesellschaften in China von der Börse zu nehmen. Die Aktien sollten auf Anweisung von Präsident Donald Trump entfernt werden, ein Schritt, vor dem Peking gewarnt hatte, dass er zu Vergeltungsmaßnahmen führen könnte. Nun hat die Börse ihre Entscheidung nach weiteren Beratungen mit den Regulierungsbehörden revidiert. Der Ausschluss wird nur sehr begrenzte Auswirkungen auf chinesische Unternehmen haben, aber er wird dem nationalen Interesse und dem Image der USA schaden. Und er wird auch den globalen Status der US-Kapitalmärkte schaden. Die Aktien aller 3 Unternehmen legten an der Börse in Hongkong, wo die Unternehmen ebenfalls gelistet sind, kräftig zu und erholten sich von den heftigen Kurseinbrüchen in New York und Hongkong. Die Aktien von China Telekom stiegen in Hongkong um 3,4%, die von China Mobile um 5,7% und die Aktien von China Unicom um 8,5%. In der Golfregion gibt es einen Durchbruch bei dem Konflikt zwischen Katar und seinen Nachbarstaaten. Mehr als 3 Jahre nach dem Beginn einer Blockade gegen das schwerreiche Emirat soll nun ein Abkommen die Grenzöffnung zwischen Katar und Saudi-Arabien besiegeln, so Kuwaits Außenminister. Basierend auf einem Vorschlag Kuwaits werden die Grenzen zwischen Saudi-Arabien und Katar wieder geöffnet. Die Ankündigung der Grenzöffnung kam am Vorabend des Gipfeltreffens des Golfkooperationsrates. Der katarische Emir, der den Gipfeln in den vergangenen Jahren ferngeblieben war, wird ebenfalls erwartet. Seit Juni 2017 hatten die Golfstaaten ihre Grenzen zu Katar geschlossen und eine vollständige Blockade verhängt. Unter anderem, weil Katar islamistische Organisationen wie die Muslimbrüder fördert. Die Blockade hatte das kleine Emirat isoliert, das 2022 zur Fußball-WM lädt, und führte in Katar zu Engpässen bei Importwaren. Finanzielle Ausfälle konnte Katar aus seinem Staatsfonds ausgleichen.